Hallo ihr Lieben, jetzt bin ich soweit. Ich bin fast wieder gesund. Genau, ich wollte euch noch ein Video drehen zu dem Thema Auflösesignal, weil das so ein wichtiges Signal ist. Viele Leute verschwenden unheimlich viel Zeit darauf, dem Hund ein Konzept von oder eine Idee von Dauer beizubringen, indem sie versuchen, Wörter wie bleib zu generieren. Ja, also, dieser klassische Trainingsaufbau von bleib, das ist was sich Hunden so nicht erschließt, wie wir uns das vorstellen. Wenn ich jetzt sage, setz dich mal hier auf den Stuhl und bleib da, dann hat man so als Mensch eine Idee davon, aber als Hund leider gar nicht. Ja? Sondern Hunde verstehen das anders. Und deswegen ist es wichtig, ein Auflösesignal zu trainieren, anstatt sowas wie bleib, 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 ja? Weil sie es nicht verstehen. Wir sagen zum Beispiel dann Sitz bleib, dann sagen wir Platz bleib, dann sagen wir bleib mal im Wohnzimmer oder dann öffnen wir die Autotür und sagen bleib. Und das sind völlig verschiedene Situationen und dann wäre das bleib, so wie wir das früher trainiert haben, ein Hilfssignal. Es beschreibt das, was der Hund schon tut, etwas näher, aber es ist für den Hund immer noch nicht klar, was das ist, was er nicht machen soll, nämlich nicht kommen. Ja? Und deswegen trainiert ihr lieber das Wort, was dem Hund sagt, was er jetzt tun soll. Ja, und das machen wir dahingehend, dass wir alles, was mit Positionen zu tun hat, wenn ein Hund eine Position halten soll, zum Beispiel an einer Türgrenze stehen bleiben, auf einer Decke liegen bleiben, Sitz bleibt, Platz bleibt, als Kommando oder Signal, dann solltet ihr keinen Marker verwenden. Das ist dort unerwünscht, weil für viele Hunde der Marker sozusagen das Verhalten beendet. Und dann würde er eventuell aufstehen, wenn wir den Marker verwenden. Sondern dafür trainieren wir das Auflösesignal. Ja? Das würde dann zum Beispiel so aussehen. Ich nehme jetzt mal so eine Decke. Dann sage ich Break. Dann geht sie auf die Decke, macht zum Beispiel Platz. Das nehme ich. Dann gibt es einen Keks, einen Keks, einen Keks. Dann warte ich mal kurz oder mache noch eine Bewegung. Dann gibt es noch eine Belohnung. Das wäre jetzt alles schon bleib über mehrere Sekunden. Und vielleicht kann ich sie jetzt auch einmal umrunden. Bravo. So. Und jetzt sage ich ihr Auflösewort. Break. Ja, und jetzt weiß sie, ich darf wieder aufstehen. Okay. Das gleiche würde ich haben hier bei, zum Beispiel, wenn ich sie sitzen lasse. Break. Ich mach mal Sitz. Prima. Break. So. Sehr gut. Ja. Direkt nachdem der Hund das Verhalten aufgelöst hat, wird er eigentlich das Verhalten auch wieder zeigen, was vorher belohnt wurde, nämlich das Sitzen, weil sich das für den Hund lohnt. Und jetzt denken viele, oh, die kriegt aber viel Belohnung. Aber ihr seht jetzt auch, dass sie gerade 5 Sekunden gar keine Belohnung bekommt, ja? Sondern in der Erwartung ist, dass wieder eine Belohnung kommt. Und jetzt wird der Hund hier warten, nämlich euer Bleib. Ja? Prima. So, jetzt hat man das ja gesehen. Der Hund sitzt da hinten auf seiner Warteposition und dann löse ich das auch auf. Ja? Also sie weiß, wenn sie da auf dem Parkplatz ist, dass sie dort warten muss, bis sie ihr Wort hört. Und das habe ich auch so erzeugt, dass ich mit ihr am Anfang das so trainiert habe, dass es Belohnungen nur auf dem Parkplatz gibt, aber nicht für runtergehen. Ich zeige das mal. Hoppi hopp. Dann kommen hier so Bewegungen dazu, da kommt wieder eine Belohnung, dann gibt es mal eine Ablenkung, also ein Balli. So. Der Hund weiß, ich soll da bleiben, egal was passiert. Gut. Sehr gut, ja. Und, oder ich mache komische Geräusche, sowas.
Ja? Und das war das Verhalten beendet. Das Verhalten beenden, auf diesem Parkplatz zu bleiben, ist mein Auflösewort, nämlich Break. Man weiß ja, jetzt darf ich wieder runtergehen. Okay? Und wie ihr das trainiert, das kommt jetzt gleich. So, adios.